Ja, und damit, meine lieben Freunde, sage ich herzlich willkommen zurück zu The Lost Ember. Ja, und damit begrüße ich den lieben, hier regiert der FCN. Willkommen im Stream, schön, dass du eingeschaltet hast. Und auch dem lieben Gerald, herzlich willkommen. Und dem John Senior, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie geht es euch? Alles fit bei euch? Na, John, freust du dich nur noch ein paar Stunden und dann geht's los? Oh, das Spiel hängt. Und dann geht's los. Hier haben wir einen Pilz. Pilz. Das Spiel hängt gerade ein bisschen. Es tut mir sehr, sehr leid. Es hat wohl mit dem Spiel zu tun, nicht mit meinem Internetleitung. Hin und wieder hakt das Game mal. Ich weiß nicht, ob es zu extrem groß ist oder so. Wir sind Akani, der Wolf. Wir sind in Gestalt eines Wolfes und können die Gestalt eines anderer Tiere annehmen. Wir haben einen großen Fehler in unserer Vergangenheit begangen und sind sozusagen statt in die Welt des Lichts zu kommen, sind wir halt ein Wolf geworden und nun versuchen der Geist über mir und ich über meine Vergangenheit halt herauszufinden, die, wie wir schlecht, also wie wir feststellen mussten, sehr schlecht ausgegangen sind. Wir sind halt aus einer armen Stadt, in der es halt sehr viel Hungersnot gab und der König verlangte immer wieder Essen von uns. Und ja, wir fanden das nicht mehr toll und haben rebelliert, was der größte Fehler war, denn wir haben mehr verloren, als wir erreicht haben. Wir wollten den König stürzen, was so ein bisschen nach hinten losgegangen ist und im Nachhinein, ja, wurden wir von unserem eigenen Vater und dessen Männer verfolgt? Und nun wollen wir herausfinden, was nach dem Ganzen passiert ist. Naja, was? Ich bin immer noch krank, aber gerade dann gucke ich umso lieber zu. Oh, vielen lieben Dank, Gerald, und dir aber auch gute Besserung. Ich hoffe, dass du bald ganz, ganz schnell wieder gesund wirst. Weil krank sein in der heutigen Zeit ist echt nicht toll. Zumal man vielleicht nur einmal kurz hustet, wenn man sich vielleicht verschluckt hat und so und die Leute gleich gefühlt die Wände hochkrabbeln. Weil sie denken, du hast Corona. Ach, hier hinten liegt sogar auch noch was. Naja, umgucken und spielen lohnt sich immer. Relikte gefunden. 24 von 77. Ach du Scheiße. Stimmt, da war ja noch sehr, sehr viel. Da ist noch ein Pilz. Ah! Siehst du, Gerald, jetzt bist du auch Kanonenfutter. Landscaping. Ich hab eine Fee erhalten. Cool. Irgendwie ist der Wolfsschwanz hier gerade verschwunden. Lol. Das ist doch anscheinend nicht ganz bugfrei. Du siehst bestürzt aus. Das solltest du auch sein. Der Preis war viel zu hoch für diese Revolution. Oh ja, die war viel zu hoch, der Preis.
Der Wolfsschwanz ist immer noch verschwunden. Also irgendwie ist hier gerade ein Fehler im Spiel, Alter. Was? Breaking the Change. Aha, Trophäe erhalten. Irgendwie ist der Wolfsschwanz jetzt weggebuggt. Ich hab ein Loch im Po. Hallöchen, Erwan. Huhu, willkommen im Stream. Und hallo, Schatzi. Ich hab jetzt ein Loch im Po. Na, egal. Da ist ein weißes Schwein. Ist es das Shiny? Nein, das ist nicht das Shiny. Ich würde das noch richtig ankotzen mit dem Shiny. Mein Schwanz ist wieder da. Oh Mann, das klingt so falsch, Alter. Oh Gott. Oh, ich habe ein Standbild. Geil. Das habt ihr jetzt nicht gehört, Leute, okay? Ich meine den Wolfsschwanz. Den Wolfsschwanz. Ein Feuer? Die Wachen des Herrschers haben doch überall nach euch gesucht. Die muss klar gewesen sein, dass sie euch so von überall sehen konnten. Es muss bestimmt einen Grund haben, warum wir hier ein Feuer gemacht haben. Da liegt noch ein Relikt. Was? There's more still. Ah, alles klar. Trophäe erhalten. Ich rieche Trophäen. Es regnet Trophäen für den Jäger. So. Leuchtende Pilze. Das ist nix. Mal gucken, was ich noch so über meine Vergangenheit erfahre. Wie geht es euch? Ist alles fit bei euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Gibt es hier irgendwas, was ich übernehmen kann? Du willst mir doch nicht sagen, dass ich jetzt den ganzen Weg schwimmen muss Ich hier. begreife es immer noch nicht. Kilotasi in Schutt und Asche. Es tut mir Sie leid. war so wunderschön. Der Höhepunkt der Janrana-Architektur. Schon immer bewunderte ich die brillanten Köpfe, die diese erstaunlichen Gebäude erdachten. Aus dem Nichts erschufen sie die wunderlichsten Strukturen und Gebilde. Ich habe nie verstanden, wie sie das machten. Oh, was ist denn hier los? Hey, meine Freunde! Hi! Leute, ich bin bald überhaupt neben von euch. Liegt hier irgendwas versteckt unterm Boden? Liegt nichts. Watsche, 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 watsche. Liegt hier irgendwas? Standbild. Geil. Was ist mit dem Spielort los? Müssen Hunderte von Menschen gearbeitet haben. Krasse Sache. Alter. Sie müssen auch gestorben sein, wie es aussieht.
all diese Gerüste? So weit entfernt von Kilotasi wurde geschürft? Interessant. Sieh, wie sie den Berg zugerichtet haben. Ja. Glaubst du, die Mine ist während der Aufstände eingestürzt? Vor allen Dingen, wenn man sich diese Konstrukte anschaut. Alter, wenn da ein Holz wegbricht, eine Stange, dann bist du komplett im Arsch, wenn du da oben drauf stehst. Du bist tot, instant tot aus der Höhe, wenn du nicht wirklich viel Glück hast. Dafür, dass es ganz schön hängt zwischendurch, finde ich das Spiel aber trotzdem immer wieder, ich kann es immer wieder sagen, es ist so schön gemacht. Es hat auch so eine schöne Story bis jetzt. Mir gefällt sie abgrundtief gut. Also, ich bereue diesen Kauf definitiv nicht. Aktuell ist es sogar im Angebot für, glaube, 15 Euro, 15, 16 Euro. Du hast Relikte gefunden. 26 von 77. Naja, wenigstens etwas. Halt, ich möchte den Pilz noch mitnehmen. Mhm. Mein schwebender Freund. Ist eine schwebende rote Punkt. Das ist aber ganz ein Batzen Gold hier, Alter. Heilige Scheiße. Das nenne ich mal einen Goldklumpen. Oh wei, oh wei, oh wei. Hallo Heike, willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Anscheinend wurden sie hier mittlerweile eingeholt und angegriffen. Also sie waren schon ganz schön hinter denen. Das Spiel hat. Oh,
Oh, hier ist schon wieder so viel Fläche zum Abchecken. Ich habe aber auch gerade einen Speicherpunkt erreicht. Ah, hier ist die Stelle, wo sie anscheinend hochgeklettert sind. Ach so! Hallo Lea, willkommen! Schön, dass du eingeschaltet hast. Also hier oben scheint es nicht zu geben. Das heißt, wir können hier runter. Wie geht es dir, Lea? Wie war dein Tag? Ja, oh, das freut mich, das freut mich. So lange hatte ich früher auch immer Schule gehabt, bis 15 Uhr. Manchmal sogar länger, wenn man noch ein paar Angebote hatte in der von der Schule her. Die waren auf der Flucht, definitiv. Die waren ziemlich schnell, ziemlich weit hinter denen. Da unten müsste eigentlich nur eine Erinnerung sein. So wie ganz danach aus. Oh ja. Die waren ziemlich dicht hinter denen. Das freut mich, dass es dir ganz gut geht. Ja, mir geht es auch gut. Mein Tag war auch ganz, ganz ruhig und chillig. Paradiesvögel. Komm, komm. Oh, das ist so herrlich, so atemberaubend. Oh mein Gott, ist das schön gemacht wieder. Das ist so herrlich. Ja, also hier jetzt irgendwie Sachen zu finden, das wird echt schwer. Also, ja. Regenbogen! Die fliegen ja alle hoch. Schätze ich mal, ist das der Ausgang? Oh. Ja, das scheint der Ausgang zu sein. Kapitel 5, Weiler.
Oh, wie cool! Wow! Wie geil ist das denn? Staubig! Staubig! Das Spiel gibt mir aber auch immer irgendjemanden hier mit, der mich liebt. Das ist ein Pilz, das ist ein Pilz. Ich habe nachgedacht. Hab ich den Pilz deine gemacht? Revolution. Jetzt. Du hattest kaum eine Wahl. Den Herrscher hat es nicht gekümmert, dass deine Leute starben. Aber musste es wirklich so weit kommen? Ich habe die Machoroku immer bewundert. Sie waren die wahren Meister dieser Welt. Sie erschufen riesige Monumente und glorreiche Tempel. I always hoped we would rise to their glory. Cool. Legendäres Tier gefunden. Mal kurz Ton leiser machen. Der Ton ist gerade. Oh mein Gott, der Ton war gerade abgöttisch laut. Aber wirklich laut. Heilige Scheiße. Das war so. Das war für mich definitiv viel zu laut. Und auch hier gibt es nochmal wahrscheinlich ultra viel zu. Ich will ein Papagei werden, dass ich wieder Papagei werden darf. Wahrscheinlich hier, oder nicht hier.
freut mich doch zu hören, dass es hier gut geht. Wirklich wieder du und deine Leute sind. Du warst ja wirklich schlecht im Spuren verwischen. Natürlich würden Nativo und seine Wachen das sehen. Es sei denn, du hättest genau darauf gezielt. Also mal schauen, ich weiß es noch nicht, wie lange ich mache, aber eine andere Streamerin wollte heute auch noch ein bisschen streamen wieder, hat sie mir erzählt. Wiederum habe ich noch einen Stream ab 0 Uhr, also ab 0 Uhr habe ich noch mal einen Stream. Also wie gesagt, hier weiß ich noch nicht ganz genau, wie lange ich mache, mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht genau sagen. Hallo Pilz. Na, Pilz, was geht ab? Wie, du hast ein neues Medikament bekommen, alles klar. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Sind das Gräber? Das ist schrecklich. Das müssen hunderte Leichen sein. Vielleicht sogar tausende. Sind das die Machuruku? Was ist hier geschehen? Absicht, dass sie es sehen, oder? Hast du sie irgendwo hingelockt? Interessant. Wir haben sie anscheinend. Wir haben mit Absicht haben wir sie zu den haben sie von zu unseren Positionen gelockt. Einfach zu unseren Positionen. Sie sollten uns halt einfach folgen. Eine Riesenschildkröte. Ich mache alles in Slow Motion. Ui. Was kann die so? Gar nichts. Gar nichts. Yay. Warte mal. Cool, mit X kann ich mich einrollen. Yeah. Genau, Lea. Ich renne jetzt erstmal den Wald ab. Wow, ich bin so schnell. Ich bin einfach so schnell.
Ich bin so schnell, da hängt sogar das Bild. Kann ich das essen? Boah, ich kann es essen. Geil. Blub. Geh weg, das ist meins. Ah, geh weg. Geh weg, geh weg. Kann hier auch was im Wasser? LOL! Ich dachte gerade, die kann über Wasser laufen. Okay. Das ist mir echt zu Slow Motion mäßig hier. Hier geht's gar nicht hoch. Doch, hier geht's hoch. Also es gibt hier eine Trophäe, dass man mindestens in allen Tieren, dass man mindestens ein Tier jeder Art übernehmen soll. Aber ich glaube, bis jetzt haben wir sogar fast alle. Also es kommen jetzt mittlerweile auch immer wieder mehr. Gibt es bestimmt auch ultra viel zu bieten. Guck mal, noch eine Schildkröte. Oh, sie versteckt sich. Hi. Oh, ihr seid doch so doof. Spielt mit mir. Nicht verstecken. Verstecken spielen ist langweilig. Das Elefanten? LOL, das sind tatsächlich Elefanten. Spiel, du machst mich fertig. Ich will eine Ente sein. Knack, 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 knack. Ich bin eine Ente. Hä? Danke nochmals? Was los, Geralt? Wieso danke? Bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Kann ich den Elefanten übernehmen? Bitte sag, ich kann den Elefanten übernehmen. Oh, bitte sag, ich kann es. Oh ja, ich kann es. Ich wusste, hier liegt was in der Ecke. Aha, ausgehöhltes Horn. Definitiv schneller als die Schildkröten. Ja, Schildkröten erstmal verstecken. Wartet auf mich. Was kann ich mit dem hier eigentlich?
Ich glaube, ich habe den Elefanten kaputt gemacht. Ach so! Ja, lol. Mit dem Katzenpizza backen. Cool, coole Sache. Wüsste ich gar nicht, dass das geht. Lustig. Aber irgendwie ist mein leuchtender Freund in mir. Wow. Ja, das stimmt. Wird morgen in der Zeitung stehen, ich habe einen Elefanten kaputt gemacht. So, und bevor wir uns in einen Fisch verwandeln, und weil es nochmal so schön war. Hui! Schön. Irgendwas übersehen? Nö. Nicht nur in der Zeitung. Was bist du? Oh mein Gott, ein Faultier! Ich krieg ein zu viel. Ich bin jetzt ein Faultier. Oh ja, ich chill mein Base. Nein, ich wollte doch gar nicht. Oh mein Gott. Ich zurück. Hallöchen, Gigi Monici. Willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Slow Motion. Oh yeah. Rückwärts kommen. Vorwärts. Okay, das reicht. Gibt's bestimmt irgendwo was zu looten. Wow, Standbild. Nicht gut. Tut mir echt leid wegen den Standbildern. Ich spiele das Game ja auch zum ersten Mal. Also nicht wundern. Aha. Was zur Hölle ist das? Die Erde bebt. Wow. Oh nein. Oh oh. Ein Sandsturm. Lauf, Wolf, lauf! Nicht gut. Sandsturm, Sandsturm.
Ich mag dich lernen. Du hast richtig gute Sprüche auf Lager. Oh mein Gott, mir fällt das Stoff um. Ich sehe nichts mehr. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Es gibt das Ganze noch. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe einfach nichts. Wir sehen alle, glaube ich, erstmal nichts. Heilige Scheiße. Ach Gott. Wo sind wir hier denn jetzt gelandet? Aha. Oh. Diese Bauwerke. Die Machuruku waren einfach Meister ihres Fachs. Wow. Ganz schön großes Gebäude. Ich bin im Game. Ich da nur mit den Elefanten wieder durch da an der Stelle. Leute, ich bin gleich wieder für euch da. So, da bin ich auch wieder. Weiter geht's, würde ich sagen. Aber hier hinten an der einen Stelle komme ich echt nur mit einem Elefanten durch. Wenn es da überhaupt weitergeht. Geht's hier weiter? Nee. Das ist ein Pilz. Im Schlange keine Pilze mehr gewonnen. Sache, hier kommt man nicht durch. Oh mein Gott, warum bleib ich denn hier hängen?
Hier waren doch gerade noch Schildkröten. Hi. Ich glaube, Meister ihres Fachs könnte... gute Frage. Hallöchen, Figuro King. Willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Wir sehen hier kein Tier, ey. Aha. Oh, na danke, Landi. Vielen lieben Dank. Oh, ganz schön frech hier schon wieder unterwegs. Mir geht es auch gut. Mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich freue mich schon echt krass nachher auf 0 Uhr, weil dann kann ich endlich Call of Duty Black Ops Cold War spielen. Und ihr könnt natürlich auch live mit dabei sein, wenn ihr Lust habt. Ich spiele nämlich die Story dazu. Oh wei. Genau hier sind wir aufeinander gekommen. Sie haben dich. Nein, Landi, ich kenne dich nicht anders. Sie halten die Wachen zurück, damit du fliehen kannst. Aha. Geht das tief runter. Mhm. Bin ich dann lang gelaufen? Bin ich dann weiter? Wow! Krass, ich bin einfach gesprungen. Also springen möchte ich hier nicht. Ach, Lea, hast du einen Hund? Das ist aber süß. Ich bin eine Tauchente. Aha, jetzt bin ich. Alles klar. Die verfolgt mich. Okay, hier komme ich nicht durch. Ha, super. Fische, ich brauche einen Fisch. Danke. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo was. Aha, hier ist die lang geschwommen. Alles klar. Oh, wie süß. Shiba Inu. Sieht man aber auch echt selten, finde ich, die Hunderasse. Thank you.
Standbild des Todes. Fühlt sich angesprochen, weil ich Fisch gesagt habe. Bild des Todes. Standbild des Todes. Cool, ich bin ein Stein. Bin ich ein Steinbock? Das kann ich so. Apropos, Relikte haben wir jetzt einen. Ja. Wir haben zwei legendäre Tiere und. Oh Gott, so viel übersehen. Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen, ob es sowas hier auch gibt. Ich weiß nur, dass da ein ziemlich tiefer Abgrund ist. Schade, ich dachte, ich kann mich irgendwie mit denen anlegen oder so. Aber geht anscheinend nicht. Hier gibt's nichts. Ja, ist klar. Ich bin gerannt, gerannt, gerannt. Schlecht. Oh! Helfen? Kannst du ihm helfen? Du konntest schon immer gut mit Tieren umgehen. Haben sie nicht getötet.
Anscheinend hast du neue Freunde. Wow, das ist trotzdem ganz schön knapp da gerade gewesen. Aha. Der hier. Steinkuscheln? Alter, das ist schon ein bisschen gefährlich hier. So rumzuhampeln. Ich bin in dem Spiel noch nicht einmal gestorben. Gut, wenn wir die Dings davon wegsehen. Da war mal eine riesige Steinbrücke. Beeindruckend. Der Bau muss Jahrhunderte gedauert haben. Dieses Volk war noch ehrgeiziger, als wir es waren. Aber sie sind nicht fertig geworden. Was ist hier nur passiert? Das finden wir gleich heraus. Oh, fuck. Das ist tief. Ja gut, wir sind im Steinbock. Wenn wir hier nicht langkommen, oh mein Gott, ist das weit. Gott! Oh! Oh! Eieieie. Ich will ein Vogel sein! Ich will ein Vogel sein! Oh. Tut mir echt leid, wenn wir den Steinbock da gerade. Ist dein Fuß eingeschlafen, Lea? Was tun sie da? Aha.
Aber was ist mit... Sieh nur! Da habt ihr euch wieder. Die haben einfach die ganze Wolfsfamilie abgeschlachtet. Das Einzige, was übergeblieben ist, ist das Jungtier. Schon brutal. Wusste ich doch, dass hier was liegt. Traurig. Dann wird das ganze Wolfsrudel abgeschlachtet. Wow. Ganz schön grausam. Mal schauen, was noch mit mir und dem Jungtier passiert. Ich in meiner menschlichen Gestalt mit dem Jungtier. Gott. Ist ja hier gefährlich. Mein Sammelsurium kann ich ja nach dem Stream beenden. Ich hinterlasse ja richtige Huftapser. Richtige Spuren. Das ist cool gemacht. Gott sei Dank habe ich gerade die X-Taste gedrückt. Da drüben ist ein... ein Shiny. Oh mein Gott. Ein Shiny. Wow, krass. Schein, Schein, Sunshine. Aha. Trophäe erhalten. Ja, cool. Da, jetzt. Und solche Shinies findet man halt in der ganzen Welt. Wieso ist mein Kumpel da drin? Findet man halt überall. Also von jedem Tier, was wir bis jetzt gesehen haben, gibt es eigentlich
Laut. Nein. Ah. Legendaries, ja. In der Nähe von Kolibris. Legendary. Legendärer Büffel haben wir schon. Armadillo. Bergziege. Und legendäre Bergziege. Also es fehlen noch eins, zwei, drei. Es fehlen noch drei legendäre Viecher. Ein Pitch? So. Oha. Das ist so unglaublich, dass man mit einer Werkzeuge. Oh mein Gott. Ganz schön knapp. Diese Hufspuren, cool gemacht. Oh, und sie wurden immer noch verfolgt. Wow, ist das oha. Gott. Der Schneesturm war hier wohl ein bisschen zu. War wohl ziemlich doll. Ja. Ich sehe genauso wenig gerade hier. Wir haben uns also hier anscheinend kurz ausgeruht. Aber er blieb uns trotzdem immer noch auf den Fersen. Also. Sich nicht abbringen lassen, uns immer noch zu verfolgen. Alles klar, Lea. Ich hoffe, dass dein Bein noch aufsteht. Ja, noch ein bisschen Zeit hast du ja bis 21 Uhr. Oh, wir haben den Kleinen sogar schon getragen, weil er nicht mehr laufen konnte. Aber hier echt was sehen ist gar nicht so einfach. Ist alles weiß, ey. Der kleine Wolf und ich sind immer noch auf der Flucht. Was war das gut? Ist bestimmt irgendwo. Ich habe schon lange nichts mehr gelootet. Jetzt hänge ich hier fest. Hey, Dragon YouTube!
Ich grüße dich, willkommen im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Oh mein Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte gerade, ich schmier jetzt ab, ey. Das ist ja lebensmüde hier. Standbild. Geil. Der hat immer noch nicht aufgegeben. Der hat uns immer noch weiterverfolgt. Achso. Tja, jetzt müssen wir das Shiny leider verlassen. Und ich habe ein Standbild. Geil. Ah, okay. Ja, alles gut, alles gut. Ich sag immer, man ist nie, also man ist eigentlich, man ist nie verpflichtet. Man ist nicht verpflichtet, immer überall da zu sein. Also, ich bin dir da auch in dem Punkt nicht böse. Keine Angst. Hey, Jack! Servus! Na, wie geht's dir? Oh, schon. Ich mag dich als dieses kleine Viech hier rumlaufen. Ich will lieber wieder ein Steinbock sein. Wow, der Schneesturm geht aber auch immer weiter hier. Wir sind halt immer noch auf der Flucht mit dem kleinen Wolf. Und unser Vater ist halt immer noch dicht hinter uns und verfolgt uns. Na toll. Ich hab Resi verpasst. So eine Scheiße. Jetzt habe ich irgendwie den Weg verpeilt. Na, ich hab im Chat geguckt. Gerade laufen? Gerade laufen? Kapitel 6. Sonnentempel. Oh ja. Grafisch mit ein paar kleinen, naja, Feinheiten, die man noch ausrichten kann. Ist das Spiel wirklich ziemlich interessant. Auch sehr schön gemacht. Also, es geht hier halt um den Wolf und um den Geist. Der Wolf ist Akani. Akani war einst ein Mensch. Das wussten wir halt vorher nicht. Also der Geist und ich, Akani sozusagen, sind auf der Spur unserer Vergangenheit. Oh Gott, das geht gerade wirklich auf den Nerv hier. Und wollen herausfinden, was damals mehr oder weniger passiert ist. Mittlerweile haben wir herausgefunden, also wir, Akani, dass wir halt aus einer Stadt kommen, in der es Armut und Reichtum gab. Wir gehörten zu den Armen
Uns wurde halt immer alles weggenommen. Wir hatten halt schon nichts zu geben. Und der König und dessen Untertanen hatten sozusagen gelebt wie die Götter. Während wir halt hungerten. Ich glaube, der kleine Wolf ist gestorben, den sie gerettet hat. Ja, du hast es für sie getan. Für Wayla, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Wayla wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan. Sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Ich bin Artevo. Ich bin dein Vater. Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Wolf! Es tut mir so leid. Bitte. Wo bist du? Ich habe das Knacksen einer unsichtbaren Wand gehört gerade. Das heißt, es geht für uns jetzt weiter. Ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. Anscheinend ist die Grafik so ultra krass heftig, dass der Schneesturm echt aussieht wie verpixelt, ey. Also ist der rote Punkt da anscheinend unser Vater. Okay, der Wolf scheint nicht tot gewesen zu sein, sondern mehr so erschöpft als alles andere. Weil da lief er nämlich gerade vor uns weg. Die Vergangenheit. Ah!
Alles klar, Dragon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Tja, da ist mein Vater. Kann wohl nicht in die Stadt des Lichts, genauso wenig wie ich. Doch leider als Akani weiß ich ja noch nicht, wie ich gestorben bin, beziehungsweise wie ich überhaupt in die Gestalt eines Wolfes kam. Das gehört noch zu lüften. Wer der Geist ist, das wissen wir jetzt. Aber wie wir zu einem Wolf wurden, das wissen wir immer noch nicht. Vier Stunden Englisch. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Unser kleiner Freund versucht uns zu helfen. Ja, Dragon, mach's gut. Tschüss. Nun komm endlich mit mir. Wem willst du noch was beweisen? Du hast verloren, sieh es ein! Nein, sieh du es endlich ein! Es ist deine Schuld! Alles! Kalani, hör auf! Ach, Kalani. Immer noch Angst vor der Wahrheit? Hör auf! Du eine Marionette des Herrschers, zieh dich doch um! Kalani, hör auf! Hat sich von der Klippe gestoßen. Gartenarche! Huhu, wie geht's dir? Oh, nicht schlimm. Back für mich einen Kuchen und es ist alles vergessen. Ich nehme auch einen Kuchen, Gartenarche. Ich habe einen Pilz übersehen. Da war ein Pilz. Da war ein Pilz? Ich hab Pilz übersehen. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir gestorben sind. Unser eigener Vater hat uns zu Tode gestürzt.
Naja, er hat den Wolf mehr oder weniger weggestoßen. Aber... aber uns hat er schon getötet. Den Wolf hat er nur weggestoßen. Der ist wahrscheinlich nur... der ist wahrscheinlich nur bewusstlos. Aber tot ist der, glaube ich, nicht. Ich glaube mal eher, dass der Wolf nur bewusstlos ist. Hat er seine eigene Tochter getötet? Aber wie sind wir zum Wolf geworden? Da, der kleine Wolf. Hey Löschen, Ringo TV. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Lea, du bist ganz dicht dran, aber es muss doch... man kann nicht einfach so zu einem Wolf werden. Also sie ist ja gestorben. Und er ist jetzt in Trauer gefallen. Gut möglich, Jack. Gut möglich. Dass die Seele vielleicht wirklich echt noch in den Wolf... aber es geht ja hier noch weiter. Ich habe dich getötet. Ja, du hast mich getötet. Vielen Dank auch. Wolf, es... ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, mir geht es blendend. Mir geht es prima. Bestens. Ich freue mich schon auf 0 Uhr. Da geht's denn los mit Call of Duty Black Ops Cold War. Ja. Na toll, den anderen Pilz habe ich trotzdem vergessen. 5 von 25 Pilzen. Wow, was für eine Aussicht. Was ist das? Scheiße. Sieht aber eher aus wie ein Geier. Okay. Du bist mein Weg hier raus. Zack. Alles klar, vielen lieben Dank. Vielen Kalani, lieben Dank. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Aber ich verstehe, Dankeschön, wenn du mich Ringo. Hier zurücklässt. Auch alles gut, ich verdiene die Stadt des Lichts nicht. Ich verdiene dich nicht. Wir fliegen wortwörtlich in die Sonne. Es müsste doch eigentlich bald zu Ende sein hier, oder? Kann das sein? Sollten wir nicht langsam wieder runter? Ich weiß nicht, ob wir wieder runter sollten. We walk, we fly, we run. Better in my mind I become. Leave the past behind to another place.
Schönes Gefühl. Die Musik gefällt mir definitiv. Schade, dass sie nicht den ganzen Spiel über gemacht haben. Haha, du schläfst das schon. Ach so, alles gut. Nicht schlimm. Ah, da kommen jetzt die ganzen Tiere als Geister. So atemberaubend gemacht. Ich kriege gerade Gänsehaut. Oh mein Gott, ist das schön gemacht. Wow. Schaut euch das an. Die Sterne. So schön gemacht. Vor uns, das sieht aus wie ein Flüsterstein. Ist das... Erinnere mich, hier habe ich dich beigesetzt. Du hast nie an dieses Ritual geglaubt, Kalani, aber mir hat es viel bedeutet. Kalani, jetzt wird mir klar, was du mir mit all dem sagen wolltest. Warum du mich hergebracht hast. Ich lag so falsch mit allem. Schon immer. Du warst es nicht, die in die Stadt des Lichts geleitet werden musste. Ich war es. Ich bin die verglühte Seele. Siehst du das? Die Stadt des Lichts. Weißt du, was das heißt? Das ist die Stadt des Lichts. Sie muss es sein. Hinein?
Raum. Kapitel 7. Die Stadt des Lichts. Ja, vielen lieben Dank, Erwan. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wahrscheinlich ist ab hier wahrscheinlich auch gleich das Game zu Ende. Ich weiß es nicht, aber dahinter sieht es ganz noch nach einer Kuppel aus. Haben sie echt atemberaubend gemacht. Zumal das Ganze spiegelt sich ja auch im Wasser. Und die Sterne, naja. Gut, die Sterne sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so. Dieses Funkeln haben sie auch nicht schlecht gemacht. Man sollte nicht auf den Chat gucken und dann einfach den Stick weiter geradeaus gucken. Könnte sein, dass es ein paar Abweichungen gibt. Oh ja, das hat gefühlt echt irgendwas wie ein bisschen. Nein! Was noch. Halt! Was ist geschehen? Wieso ist die Stadt des Lichts? War das nicht die Stadt des Lichts? Ich verstehe nicht. Vielleicht war es nie. Vielleicht gibt es so etwas einfach nicht. Vielleicht war diese ganze Idee. Ich brauche sie eigentlich gar nicht. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass du und ich alles ist, was ich je gebraucht habe. Was? Kalani? Mhm. Aber ich... Du bist jetzt Kanonenfuttergärtnerchen. Wolf. Das ist gar nicht Kalani. Das ist der kleine Wolf, den wir damals am Leben gelassen haben. Am Anfang des Games ist Kalani aufgetaucht vor uns und sprach zum Wolf, er solle ihm helfen, zu finden, was er sucht. Danke dir. Das ist der kleine Wolf, den wir gesehen hatten. Der kleine Wolf von damals hat ihm dazu geholfen, in die Stadt des Lichts zu kommen.
Guten Abend, Fighter 82 German. Willkommen im Stream. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Ja, Lea, Spirit of the North habe ich schon gestreamt. Also Spirit of the North haben wir schon durch. Ja. Das war Spirit of the North. Spirit of the North. Oh mein Gott, ich bin schon durch. Das war The Lost Ember. Das war The Lost Ember. Gerade bin ich komplett durch. Ja, das stimmt. Siehst du, Lea, jetzt hast du mich komplett durcheinander gebracht. Jetzt war ich irgendwie komplett auf Spirit of the North statt auf The Lost Ember. Ja, also ich fand das Spiel richtig schön gemacht. Hatte so ein, wirklich so einen Hauch von The Spirit of the North mit der vom Aussehen her. Ja. Sehr schön gemacht. Schöne Grafik. Die Story gefällt mir auch. Obwohl ich sagen muss, das Spiel hat zwischendurch ganz schön gehakt. Also ich habe schon immer so den CE-Fehler vor Augen. Habe ich dann so, gleich schmiert das Game ab. Aber sieht doch nicht so aus. Also, ja. Also für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, ich würde euch empfehlen, halt von Anfang an zu schauen, um auch den Sinn dahinter zu verstehen, worum es mehr oder weniger ging. Zusammenfassung habe ich zwar zwischendurch öfters gegeben. Ja. Wir haben ja mehr oder weniger bei Kapitel 4 ja angefangen. Kapitel 1 bis, naja, kurz vor Ende 4. Also Kapitel 1. Also wir haben bei Kapitel 4 jetzt angefangen, von dem Stream her. Und ja. Also an der Stelle bedanke ich mich für die Macher von The Lost Ember. Wie gesagt, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das schön gemacht. Vor allen Dingen auch die Story. Die hat mir sehr gut gefallen. Respekt an der Stelle. Ich fand das cool, dass man in jedes Tier hineinschlüpfen konnte. Manchmal musste man das sogar machen, um halt weiterzukommen. Fand ich gut. Ich habe jetzt aber, glaube ich, nicht die Trophäe gekriegt, dass ich mindestens ein Tier muss ich übersehen haben. Weil ich habe eine Trophäe nicht erhalten. Und ich habe mir also die Trophäen im Nachhinein so ein bisschen angeschaut. Also für mich ist das wieder so ein schönes Game, wo ich sage, in ein paar Jahren würde ich das nochmal spielen. Und für mich... An euch, es ist eine Spielempfehlung von mir, wenn ihr sowas Ruhiges gerne spielt. Es war jetzt natürlich auch nichts Brutales und so, es war einfach mal was Ruhiges, was Angenehmes für nebenbei. Durch Zufall habe ich es gefunden. Ich habe mir auch ein Video dazu angeschaut. Und ja, jetzt genießt ihr noch den Abspann, genauso wie ich. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Vielen lieben Dank für die super tollen vielen Likes. Und diese ganze Interaktion im Chat, das ist unglaublich. Vielen lieben Dank. Und ab 0 Uhr könnt ihr nochmal live dabei sein, denn ich werde Call of Duty Black Ops Cold War für euch anspielen. Und zwar die Storyline. Seid gerne mit dabei ab 0 Uhr. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Einschalten. Viel Spaß noch beim Abspann und bis zum nächsten Mal. Danke, vielen lieben Dank, Lea. An dieser Stelle, Lea, wünsche ich dir aber auch schon mal eine gute Nacht. Allen anderen wünsche ich auch eine wunderschöne gute Nacht.
Haltet durch. Wir haben heute, Gott sei Dank, Donnerstag noch einen Tag. Und dann haben wir Freitag. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, sage ich. Ciao, ciao, gute Nacht, bleibt gesund und bis dann.